Woke Sittenwächter hetzen mit wirklich widerlichen Unterstellungen gegen den deutschen Streamer Skurrus. Sie werfen ihm vor, er würde Werbung für die AfD machen. Was da dran ist, das schauen wir uns jetzt an. Skurrus hat nämlich folgendes 26-sekündiges Video auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Die Bild-Zeitung titelt Umfrageschock. AfD holt Rekordzahlen. Ja, was denn für ein Schock, Leute? Das lag doch auf der Hand, dass das passieren wird. Keine der anderen Parteien kümmert sich um die Anliegen der Bürger und die AfD greift diese Themen auf, nutzt sie und gibt dann ihre Meinung dazu ab. Und was machen die anderen Parteien? Die machen gar nichts. Nein, das können wir nicht sagen, trauen wir uns nicht. Dieser ganze Scheiß. Wirklich, hört mir doch auf. Skurrus Analyse kann man grundsätzlich eigentlich nur zustimmen. Wir erleben in Deutschland gerade eine Massenverarmung der Bevölkerung. Wir erleben eine von der Regierung und von der Zentralbank absichtlich heraufbeschworene Wirtschaftskrise. Also es sieht in Deutschland gerade wirklich nicht gut aus. Und die AfD, die spricht diese Themen an und bietet Lösungen an. Also ob diese Lösungen jetzt so gut sind, darüber kann man sich streiten. Beispielsweise ob ein Euro-Austritt uns dabei jetzt so viel helfen würde. Aber grundsätzlich hat Skurrus mit dieser Analyse recht. Die Regierung versagt auf ganzer Linie und es gibt keine vernünftige linke Alternative zur Regierung. Deswegen ist die AfD eben so stark, weil es auf linker Seite nichts gibt, was die Ampelkoalition kritisieren würde. Wie man ihm darauf, also was man ihm jetzt anhand dieses Videos unterstellt, dazu kommen wir jetzt. Der YouTuber Tiltedfloste schreibt: Also kann man Skurrus jetzt wohl anscheinend offiziell als Mitglied der rechten Twitch.de-Szene zuordnen. Bildleser, der die Fuck-AfD wohl mag. Wer hätte das gedacht, nachdem er am laufenden Band unter anderem rechte Desinformation verbreitet? Ja. Tilted Floster hat für seine absurden Unterstellungen natürlich keinen einzigen Beleg. Er denkt sich hier irgendeine Scheiße aus und versucht, die Skurrus dann zu unterstellen. Ich habe keinen einzigen Beleg dafür gefunden und ich habe recherchiert, dass Skurrus rechte Desinformation verbreiten würde. Ich meine, das gerade eben war zwar eine etwas kurze, aber meiner Meinung nach doch recht treffende politische Analyse. Die AfD wird als einzige Alternative wahrgenommen. Ob sie das nun ist, darüber lässt sich streiten. Aber ja, daraus lässt sich noch nicht schlussfolgern, dass er rechte Desinformation verbreiten würde. Naja, kommen wir zum nächsten geistigen Erguss. Dave links der Mitte schreibt: Skurrus macht jetzt Werbung für die AfD. Fascho der. Ja, ich glaube, dazu brauche ich nicht mehr viel sagen. Skurrus hat keine Werbung für die AfD gemacht. Wer das in dieses Video reininterpretiert, der ist zu dumm zum Zuhören. Also, er hat an keiner Stelle gesagt, wählt die AfD. Er hat nur beschrieben, wieso die AfD so stark ist. Daraus kann man nun schlussfolgern, dass die AfD tatsächlich die einzige Alternative zur Regierung ist. Oder man kann schlussfolgern, dass es eine andere, beispielsweise eine linke Alternative zur Regierung bräuchte. Naja, aber das kann diese woke Moralpolizei. Sie unterstellt Leuten irgendeinen Unsinn, den sie nie gesagt haben, und anschließend beleidigt sie diese Leute einfach als Fascho. Also, wenn man keine Argumente hat, dann denkt man sich halt irgendeine Scheiße aus und beleidigt die Leute dann. Also, ja. Und ich hatte mir, wie gesagt, angeguckt, wer dieser Skurrus ist und was er sonst so sagt. Und ich habe nicht gesehen, dass er Werbung für die AfD macht. Und ich habe auch keine einzige rechtsradikale Aussage gefunden. Wirklich nichts in diese Richtung. Die Woken spinnen einfach rum, ja, weil sie Skurrus nicht zu mögen scheinen. Also es ist einfach eine wirklich gefährliche Sekte, die ein Feind der freien Debattenkultur ist. Anders kann man diese aggressiven, ehrverletzenden und offensichtlich auf den Ausschluss vom demokratischen Diskurs ausgerichteten Angriffe meiner Meinung nach nicht interpretieren. Man beleidigt Leute nicht als Faschos, wenn man sachlich mit ihnen diskutieren will.